Okay, schauen wir uns mal eine mögliche Lösung an. Wir hatten auf jeden Fall schon mal festgestellt, wenn ich eine Simulation machen möchte, wo ein Auto in einen Tunnel reinfährt, aus dem Tunnel rauskommt und dann auf die Fähre drauf fährt, dann kann ich sagen, dass der Tunnel, der Schlange entspricht, weil das Auto, was hier zuerst vorne reinfährt, also am einem Ende des Tunnels, das wird auch zuerst hinten rauskommen. Das heißt, ich habe hier eine linked list. Wenn ich den Tunnel mal simulieren möchte in der Software, während die Fähre eher einem Stapel entspricht, denn die Autos, die zuletzt reingefahren sind, die fahren zuerst wieder raus, weil sie halt nur auf einer Seite runterfahren können. Und da nehme ich dann also den Stack. So, wir werden jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir die Methode Enter implementieren. Im Grunde müsste das wie folgt laufen: Ein neues Auto kommt in den Tunnel rein, wird den Tunnel wieder verlassen, kommt auf die Fähre. Das nächste Auto macht es diesem Auto nach. Irgendwann wird die Fähre immer voller und wir fahren hier mal mit 10 Autos durch Tunnel und auf die Fähre drauf. Und danach rufen wir dann die Methode Leave auf, wo dann sozusagen die Reihenfolge umgedreht wird. Das Auto, was zuletzt auf die Fähre draufgefahren ist, das wird zuerst wieder rausfahren und durch den Tunnel fahren, um dann wieder sich zu entfernen. Ich habe gesagt, wir wollen mal mitschreiben auf der Konsole, wann ein Auto in den Tunnel rein und rausfährt und wann ein Auto auf die Fähre rein und rausfährt, damit wir dann sehen können, was passiert denn da eigentlich, wenn wir die Simulation jetzt starten. Ich werde mal ein neues Package einfügen. Das nenne ich mal Sim1. Und in diesem Package möchte ich erstmal mein Auto unterbringen. Wir haben jetzt mal gesagt, das Auto ist super easy. Wir wollen nur wissen, was für eine Nummer das hat. Wir wollen mal auch dafür sorgen, dass das Auto direkt mit einer Nummer erschaffen wird. So, als nächstes haben wir die Klasse Simulation. Die wird jetzt unsere Hauptklasse sein, in der wir diese Simulation der Fähre und des Tunnels ausführen. Die Klasse Simulation, die hat als Member-Variablen eine linked list, in dem ich Autos speichern kann, genannt im Tunnel. Das ist unsere Schlange. Und wir haben einen Stack, in dem ich auch Autos speichern kann. Fähre, das ist unser Stapel. Nachdem ich die Imports hier hinzugefügt habe, kriege ich da auch keine Fehlermeldung. Wenn ich komplexe Datentypen nutze, müssen diese auch definiert werden. Ich muss Speicher für diese besorgen, deswegen instanziere ich hier mal den Tunnel und auch die Fähre. So, außerdem haben wir hier in der Simulation die wichtigen Methoden Enter
die braucht nichts zurückgeben. Die kriegt ein Auto und wird dann jetzt gleich den Simulationsalgorithmus enthalten. Wenn ein Auto in unser Simulationssystem reinkommt, dann fährt er zuerst mal durch den Tunnel. Das heißt, in den Tunnel kommt unser Auto rein. So, alle Autos, die eventuell schon in dem Tunnel drin sind, die müssen letztendlich wieder rausfahren, um auf die Fähre zu fahren. Also kann ich eine Vorschleife nehmen, eine Enumeration, und sage, für Auto A, alle, die in meinem Tunnel sind, mach Folgendes. Lass uns diese da mal wieder rausholen. Ja, und wir hatten ja die Methode Remove dafür. Ich werde es mal... ja, eigentlich... Ja, aber wir nehmen mal an, dass in dem Tunnel schon Autos drin wären. Ja, wir könnten es annehmen. Ich werde es mal ein bisschen anders schreiben. Einfach nur aus didaktischen Gründen. Ich werde mal sagen, hier int i ist gleich 0. I kleiner als eine Zahl. Int Anzahl Autos im Tunnel ist gleich m Tunnel. Das heißt, plus, und ich werde in den meisten Fällen dann nur ein Auto drin haben in dem Tunnel, aber nehmen wir mal an, wir hätten mehr drin, dann würden wir jetzt auf jeden Fall auch mehr rausholen können. So, und wir holen unser Auto aus dem Tunnel raus. Ich habe ja gesagt, immer wenn ein Auto in den Tunnel rein soll, möchte ich das gerne auf der Konsole sehen. Tunneleinfahrt von Auto. Ausfahrt von Auto. So, das probiere ich mal aus. In meiner Main erstelle ich mal von der Simulation eine Instanz. Ich erstelle mal drei Autos. Und die lasse ich jetzt mal in den Tunnel reinfahren. Ach, sorry, ja. Ich wollte natürlich, dass die sich auch ein bisschen unterscheiden, ne? Das ist ein guter Hinweis. So, also ich rufe jetzt die Methode Enter
für die Autos auf. Ne? Das Auto 1 fährt in den Tunnel rein, kommt aus dem Tunnel wieder raus. Das nächste Auto fährt rein. Und so weiter. So, die Tunnel, die Autos, die jetzt in der Enter-Methode bereits aus dem Tunnel rausgefahren sind, die fahren dann weiter auf die Fähre drauf. Ne? Also gibt es jetzt die Übergabe an die Fähre. Ich pushe ein Auto auf die Fähre drauf. Tunnel. Kommt das Auto jetzt raus? Jetzt fährt Einfahrt auf Fähre. Unser Auto auf die Fähre drauf. Und es ist ganz klar, ein Auto, was in den Tunnel reinfährt, kommt aus dem Tunnel raus und fährt dann auf die Fähre drauf. Ja, das ist das erste Auto, das zweite Auto exakt genauso. Auto fährt in den Tunnel rein, kommt aus dem Tunnel raus und fährt auf die Fähre drauf. Okay, ich habe hier so eine Schleife gemacht, um dieses Auslesen der Autos in dem Tunnel, weil es eben sein kann, dass die Simulation nicht zum Anfang der Zeit des Universums startet, sondern es kann eben sein, dass wir auch schon Autos in dem Tunnel drin haben. Und dann wird es nämlich schon ein bisschen komplizierter. Nehmen wir mal an, beim Erzeugen tun wir mal in den Tunnel schon ein paar Autos rein. Und zwar Auto 100 ist schon in dem Tunnel drin. Und auch Auto 101. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was passiert, dann sehen wir, dass in den Tunnel unser Auto 1 reinfährt zum Beginn der Simulation. Aber in dem Tunnel sind ja schon zwei Autos drin. Und die fahren dann erstmal raus. Und zwar zuerst das Auto 100, weil das ist ganz am Anfang mal in den Tunnel reingefahren. Das fährt auf die Fähre drauf. Danach kommt das nächste Auto, 101, aus dem Tunnel raus und fährt auf die Fähre. Und dann kommt erst unser Auto 1, auch aus dem Tunnel raus. Also damit können wir jetzt schon kompliziertere Simulationen abhandeln. Was passiert, wenn also schon Autos in dem Tunnel drin sind? Gerne. Die Autoklasse hat eigentlich nur eine Member-Variable und das ist die Nummer des Autos und ein Konstruktor, wo ich die Nummer mit übergebe. Okay, ist es für euch klar, dass die Simulation unser Autosphäre-Universum abbildet? Habt ihr, als ihr das selber implementiert habt oder mir jetzt zugeschaut habt,
Fragen bekommen, wo ihr sagt, okay, warum mache ich das so und so? Ist es für euch nachvollziehbar, was ich hier implementiert habe? Gut, dann kommen wir zum Rausfahren. Also wir haben jetzt die Situation, dass die Autos die Fähre jetzt wieder verlassen, durch den Tunnel dann wieder rausfahren. So, und die Leave-Methode möchte ich jetzt mal umschreiben, ein wenig, denn ich möchte sagen, dass die Autos, die da rauskommen, eben auch mehrere sein können. Ich kriege also, wenn ich Leave aufrufe, wird jetzt die komplette Fähre geleert. Ich möchte das mal so machen, damit ich ein bisschen besser hier das erklären kann. Also wenn ich Leave aufrufe, wird die komplette Fähre geleert und die Autos fahren von der Fähre runter. Wenn ich eine Liste von Autos benötige, kann ich die ArrayList nehmen. So, und die ArrayList, das sind also die Autos, die aus dem Tunnel hier links wieder rauskommen. Die kommen jetzt in eine ArrayList. Die nenne ich mal ausgefahrene Autos. Diese ArrayList speichert Instanzen der Klasse Auto ab und wird am Ende zurückgegeben. Und damit ist dann auch Eclipse erstmal zufrieden, weil ich habe gesagt, okay, es gibt hier die Methode Leave. Die soll ein ArrayListe von Autos zurückgeben, was sie jetzt auch tut, obwohl die Liste natürlich komplett leer bleibt. So, auch hier werden wir jetzt mal die Simulation wieder so aufbauen, dass wir annehmen müssen, dass die Simulation nicht zum Zeitpunkt 0 startet, wo es noch nie ein Auto gegeben hat, sondern wo sie irgendwann startet, sodass wir also auf der Fähre schon Autos haben, sowie auch Autos haben auf dem Tunnel. Und wir können uns jetzt das mal wie folgt überlegen. Die Autos fahren von der Fähre runter in den Tunnel rein. Und dann, wenn sie dann im Tunnel sind, dann fahren sie aus dem Tunnel raus. Machen wir das mal in zwei geteilt. Also int Anzahl Autos auf Fähre ist gleich mFähre.size. For int i ist gleich 0.
I kleiner als Anzahl Autos auf Fähre. Nehme ich jetzt von der Fähre das mit Pop war das Auto runter. Das verlässt jetzt die Fähre. Also schreibe ich hin auf meiner Konsole. Fähre wird verlassen von Auto. Ja, das geht auch, aber du hast dann das Auto nicht aufgefangen in einer Variable. Ja, ich wollte nur rein. Das geht auch, ja. Aber ich möchte ja diese Variable jetzt noch weiter nutzen, um das Ding sozusagen in den Tunnel reinzustecken. Also Auto fährt in Tunnel. So, wenn dann die Autos im Tunnel drin sind, dann kann ich jetzt sagen, ich gucke mir mal an, Anzahl Autos im Tunnel. Und dann sage ich, für alle Autos, die im Tunnel drin sind, hol die mal da raus aus dem Tunnel. Und dann kann ich schreiben, Auto verlässt Tunnel. Und dann fährt es wieder raus. Okay. Also erst fahren alle Autos von der Fähre rein in den Tunnel und dann fahren alle Autos, die im Tunnel sind, aus dem Tunnel raus. So, und ich werde jetzt mal in der Simulation noch ein neues Auto in den Tunnel stecken, bevor die Autos auf der Fähre wieder rausfahren. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich mache mal noch eine New Line hier hin. So, dann habe ich nämlich etwas bessere Übersicht in meiner Konsolenausgabe. Also Auto 3 fährt zuerst von der Fähre runter und fährt in den
Tunnel rein. Dann fährt Auto 2 von der Fähre runter in den Tunnel, dann Auto 1, dann Auto 101 und dann Auto 100. Genau in der umgekehrten Reihenfolge, wie sie reinkamen. Das Auto 100 war das letzte, was jetzt die Fähre verlässt. So, unser Auto 100, was zuerst von der Fähre jetzt runter, also was hier in den Tunnel reinfährt, das trifft auf Auto 4711 und verlässt dann diesen, also verlässt dann nach 4711 den Tunnel. Ja? Nochmal kurz die Lief. Die Lief? Genau. Ja. Okay, also hier verlassen jetzt die Fahrzeuge den Tunnel wieder, zuerst 4711 und dann die Autos, wie sie von der Fähre runterkommen. Und wir können also jetzt die Simulation beliebig kompliziert machen, indem wir sagen, okay, auf der Fähre sind jetzt noch weitere Autos, im Tunnel sind Autos. Und ein solches Simulationssystem wird verwendet, um Verkehrsflüsse zu simulieren. Da hat man dann eben auch die Schlangen, wenn das, was zuerst reinkam, auch zuerst wieder raus soll. Das sind dann also Tunnels. Oder es sind Straßenzüge. Autos, die am Anfang der Straße reinfahren, kommen hinten am Ende auch zuerst wieder raus. Oder ich habe Stapel, das sind dann Parkplätze oder Parkhäuser oder Fähren. Dort wird das Auto... wenn man jetzt mal sagt, die stehen da in Reihe auf diesem Parkplatz, zuerst rausfahren, was zuletzt eingefahren ist. Okay.